Herr Müller-Beck, wenn Sie sich kurz dem Publikum bitte vorstellen. Ja, ich bin emeritierter Ordinarius für ältere Urgeschichte und jägerische Archäologie gewesen, bin aber, wie die Emeriti, die sind immer noch im Dienst und setze meine Forschung also so lange wie es geht fort und bin spezialisiert sowohl in der Feldarchäologie wie in der Interpretation der Urgeschichte als Paläohistoriker. Das ist so meine Kurzbeschreibung. Herr Müller-Beck, Sie überblicken eine erhebliche Spanne der Archäologie des 20. Jahrhunderts. Zuerst mal die Frage, wie sind Sie selbst überhaupt dazu gekommen, Urgeschichte zu studieren? Eigentlich ein Zufall, denn während des Krieges wollte ich mal Flugmotoreningenieur werden. Da war man technisch natürlich sehr beeindruckt. Dann, wo wir den Krieg verloren hatten, ich war ja noch Soldat, dann hatte ich eine schlechte Gymnasialausbildung und habe die dann nochmal nachgeholt in 4 Jahren in einem ganz seriösen Gießener Gymnasium und war dann natürlich, nachdem ich vorher die Pubertät abgewöhnt bekommen habe als Lanzer, war ich also nur noch neugierig und hatte in allen Fächern also Durchschnittsnoten gut und hatte also die Wahl, alles zu tun, was man machen konnte. Und da habe ich mich dann dank einer jungen Lehrerin, eine Geografielehrerin, die hat mit uns eine Exkursion gemacht nach Heidelberg zur Universität und das war natürlich beeindruckend, wenn man da 2-3 Tage die Uni sich angeschaut hat, weil ich hatte in meiner Familie kommen in älteren Generationen Akademiker vor, aber nicht in der jüngeren Zeit. Für mich war das also natürlich eine theoretische und Gymnasialwelt. Aber Heidelberg war ein hocheindrücklicher Ort, weil damals natürlich nach dem Krieg alles sehr optimistisch und offen war. Und da habe ich mich da eingeschrieben. Und da wurde gefragt, Berufsziel, habe ich reingeschrieben, Privatgelehrter. Und das ist tatsächlich gar nicht, das ist natürlich furchtbar naiv. Aber ist es tatsächlich so, dass ich aus öffentlichen Mitteln derartig finanziert worden bin, allerdings unter Kontrolle der Kollegen, dass ich also sehr viel mehr Mittel zur Verfügung hatte als jeder Privatgelehrte eines Millionärssohns. Und als Sie dann Urgeschichte studierten, das war in Heidelberg, wie war das? Man konnte ja damals wahrscheinlich die Literatur für Urgeschichte an 5 Fingern abzählen. Ja, vor allen Dingen natürlich, ich war dann sehr praktisch auch beschäftigt, weil ich bei Ernst Wahle, ich hatte angefangen theoretisch in der Kultursoziologie von Rüstow, das war mein Hauptfach, daneben Journalistik übrigens, das gab es in, und das war nachher auch für Museologie und wissenschaftliche Publikationen oder populäre wichtig, aber dann bei Ernst Wahle, da war ich der einzige Fachstudent, alles andere waren Nebenfachstudenten aus dem praktisch Bereich der Gymnasiallehrer. Und ich war der Einzige und hatte das ganze riesige im Dritten Reich eingerichtete Institut mit einer hervorragenden Bibliothek für mich ganz allein und eine tolle Sammlung, die ich dann zu katalogisieren hatte. Ja, aber nochmal zurück zur Literatur. Wahrscheinlich gab es eine Handvoll Bücher zur älteren Urgeschichte, oder? Ja, das waren also, wenn man jetzt einschließlich der französischen und englischen, die also von, sagen wir mal, genereller Bedeutung ohne Fachzeitschriftaufsätze, das waren keine 100, das waren vielleicht 50 Stück. Das heißt, Sie konnten eigentlich noch mit der Literatur mitwachsen und alles überblicken. Ja. Aber heute, wenn man studiert, wird es wahrscheinlich so sein, dass man überhaupt keine Chance hat, auch wenn man 14 Stunden lesen würde am Tag, die Literatur einigermaßen zu überblicken, allein zur Urgeschichte. Ja, kommt darauf an, wie man Urgeschichte definiert, aber das ist gleich, selbst wenn man es eng einfassen würde, würde das heute nicht mehr möglich sein. Herr Müller-Beck, und dann haben Sie Ihr Studium abgeschlossen und wie sind Sie dann zu Ihren Projekten gekommen? Ja, ich bin aber während des Studiums, ich war ja danach ja in Tübingen und da war Kohlhaasen und Kohlhaasen hatte ja vor dem Krieg, das war noch so ein Svenedin-Forscher, eigentlich Arzt von Hause aus, und der hat in Ostafrika durch DFG finanziert bekommen, mit Unterstützung der Engländer in Ostafrika vor dem Krieg arbeiten können und hat dann dort die ersten Urmenschenfunde gemacht in Ostafrika, also die späteren Australopithecinen, und gleichzeitig auch noch die Hatzapi aufgenommen. Und dieses Material habe ich als Hiwi an der Uni Tübingen direkt in die Hand bekommen. Und das war natürlich ein Aha-Erlebnis, dass wir heute noch Jägervölker haben,
die also neben der Vorstellung etwa von Müller-Karpe bronzezeitlich im Grunde dann steinzeitlich leben. Und wie ging es dann weiter? Ich habe dann Glück gehabt, dass ich relativ früh in Bern eine Dauerstelle hatte, allerdings vorher noch ein Stipendium, das ich mir selber organisiert habe. Es gab damals noch kein DAD, aber damals war Adenauer Außenminister. Und ich habe an Adenauer direkt geschrieben und habe um ein Stipendium für Frankreich gebeten, um bei François Bord zu graben. Mhm. Und da war er gleichzeitig Außenminister, das ist nicht von ihm selber, aber von seinen Leuten bewilligt worden. Und da habe ich dann 4 Monate lang bei François Bord gegraben. Ja. Mhm. Das ging damals noch, dass man direkt... Das war dann aber schon nach der Promotion, ja. Das ging damals noch, dass man direkt dem Bundeskanzler schreibt. Ja, ja. Das war aber bei ungewöhnlicher Weg, ein Stipendium zu bekommen. Ja, aber das war sozusagen in Tübingen Tradition, denn der Rieck und der Wetzel, die haben ja direkt mit Himmler verhandelt, ja. Und das war ja ein Mann, der war mindestens mal so wichtig und mächtig wie Herr Adenauer. Da waren wir also in Tübingen irgendwie drauf geeicht. Da habe ich mir eigentlich gar nicht so bei gedacht. Ich habe gedacht, ich brauche das Stipendium, schreib mal, und es hat geklappt. Ja. War in Ihrem Studium eigentlich oder in diesen ersten Jahrzehnten nach dem verlorenen Krieg die Urgeschichte geprägt von dieser früheren ideologischen Vereinnahmungen durch die Nazis? Denn ich hatte mir den Eindruck noch in meiner Studiengeneration, dass die deutsche Vorgeschichte, nicht die Urgeschichte, die Vorgeschichte sehr, sagen wir mal, interpretationsfern ist und sehr positivistisch betrieben wird. Sicherlich aus den Erfahrungen dieses Missbrauchs der Interpretation der Urgeschichte unter den Nazis. Ist das, wie war das sozusagen nach dem Krieg dann? Das war für mich relativ einfach, da man als normaler Lanzer, der ich ja nur war, und als Berliner praktisch oppositionell sozusagen aus Gefühl heraus war. Und das war natürlich einfach. Denn Rieck und Gieseler, also der Anthropologe, die vertraten damals noch die besondere Bedeutung des modernen Menschen. Und das ging mir irgendwie auf den Keks. Und dann habe ich eben... Rieck war dann sehr liberal und offen. Ich habe mir mein Thema selbst gesucht. Das sind ja bekanntlich die besseren Doktoranden, die selber wissen, was sie wollen. Rieck hat mitgemacht. Und ich habe dann extra über die Neandertaler promoviert, beziehungsweise ich habe gar nicht über Neandertaler nachgedacht, sondern über die ältere Technologie, also das sogenannte Altpaläolithikum, was damals noch nicht geteilt war. Ich habe das dann oberes Altpaläolithikum genannt, aber das sind jetzt Details. Da würden wir zu viel Zeit brauchen, um darüber zu reden. Im Grunde ist die Aufteilung in Alt- und Mittelpaläolithikum heute noch problematisch. Aber das habe ich auch in meiner Dissertation dann nicht sehr gut ausgeführt. Und ich habe ja dann nach 50 Jahren nochmal, um mich selber zu kommentieren, noch einen Kommentar geschrieben, damit man überhaupt verstanden hat, was ich wusste, aber was ich den anderen nicht genau genug erzählt habe. Und dann haben Sie eine ganz bedeutende Grabung gemacht in Burg Eschesee Süd. Ja. Und die Grabung, und das finde ich beeindruckend, die Holzgeräte wurden zwar vorgelegt, aber die Auswertung haben Sie erst 40 Jahre später vorgelegt. Nein, die war erst 40 Jahre später fertig. Denn die ersten, diese Holzbände, die sind praktisch in 5 Jahren nach der Grabung entstanden. Da hatte ich aber 5 Jahre lang hatte ich technische Hilfe. 2 Jahre Präparator, 2 Jahre Zeichner, 1 Jahr Fotograf und dann 1 Jahr Stipendium vom Nationalfonds Schweizerischen, um dieses Buch zu schreiben. Wenn man das so weitergemacht hätte, dann wären wir viel schneller fertig geworden. Aber die Mittel waren nicht da und die Hölzer waren natürlich die Grundlage meiner Karriere. Als die Berufung nach Tübingen kam, da waren 2 Kollegen, Freund und Adam, das waren gestandene, bekannte Urgeschichtler, der eine mehr Paläontologe, der andere mehr Archäologe, die waren natürlich mir gegenüber als Feldarchäologe. Wir haben unsere eigene Präparation entwickelt mit einem sehr guten Präparator. Da war ich denen also um mindestens 3 Ränge überlegen. Da war vollkommen selbstverständlich. Die mussten mich nehmen. Ja. Und dann waren Sie in Tübingen Professor. Und was waren dann die Forschungsschwerpunkte? Sie haben ja dann die verschiedensten Dinge gemacht. Das war sogar ganz spannend. Ich war ungewöhnlicherweise gab es das damals, da wurden Universitätsdozenturen eingeführt. Das waren Universitätsdozenturen auf Lebzeiten. Das heißt, man war gegenüber der DFG abgesichert, man konnte Anträge stellen unter professoralem Niveau. Das wird jetzt neuerdings im Landeshochschulgesetz in Baden-Württemberg wieder eingeführt. Ich habe seit Jahrzehnten dafür lobbyiert, dass man das wieder macht.
Und da geht es gerade darum, dass da eine Kollegin vielleicht, das heißt inzwischen Hochschuldozenten, aber die sind vollamtlich angestellt. Und das war sogar in Freiburg so, dass ich nur einen Tag im Semester in die Freiburger Uni zu den Vorlesungen musste, spezialisiert auf meinem Gebiet. Ich habe dann habilitiert mit den Blattspitzen in Eurasien und Amerika, mit Riesenreisen, die die DFG finanziert hat nach der Promotion. Ich habe also sehr viel reisen können und habe dann auf die Art und Weise sehr viel Forschung treiben können und war voll finanziert. Und nach diesen Studien zu den Blattspitzen, was haben Sie dann gemacht? Wie ging das weiter? Dann war ich Assistent am Museum in Bern. Da hatte ich auch katalogisiert als Student. Ich habe immer Materialkataloge gemacht, nicht nur Grabungen natürlich auch. Das Mitgraben war interessant für mich, aber im Grunde, ja gut, das ist Straßenbau, also wenn man gräbt, weiß man, dass das im Grunde nachher Routine wird, man muss aufpassen. Aber Materialaufarbeitungen sind natürlich viel interessanter, wenn man viel mehr lernt. Und da meine Frau hat da die Kataloge geführt, ich habe die Definitionen gemacht, sie hat es eingetragen und kontrolliert. Da habe ich dann auch meine Frau im Museum kennengelernt. Und als ich dann eben promoviert hatte, habe ich dann ein paar Tage später geheiratet und dann hat Bandi mich angestellt als Ersatz für meine Frau, die für ihn Mädchen für alles war. Also, und dadurch bin ich dann ins Museum in Bern gekommen. Und meine erste Grabung war dann allerdings keltoromanisch, römisch. Da haben Sie dieses Oppidum in Altenburg-Rheinau gegraben? Nee, auf der Enger Halbinsel. Auf der Enger Halbinsel, wo Sie diese Nahheimer Fibel fanden? Ja, vor allen Dingen, wo dann die Spezialisten, ich war ja Steinzeitler oder Urgeschichtler, und ich hatte dann die Stratigraphie und sagte, was inzwischen sogar noch älter ist, also mindestens mal die Wiederaufbau des Walles von der Engerhalbinsel, die müssen älter sein als nur 50 nach. Dann waren also die ganzen Spezialisten, wenn dieser Müller-Beck, was hat der schon eine Ahnung, aber es war reine Stratigraphie und es war richtig. Und vor allen Dingen eine Sache, die noch sehr wichtig ist, ich habe den ersten Schreibgriffel aus keltisch-römischem Zusammenhang, vorrömisch, den heißt Beweis dafür, dass die Kelten schreiben konnten. Das hat jetzt in seiner Abschiedsvorlesung der Professor Stöckli nochmal betont. Das habe ich als einen wichtigen Beitrag zur keltischen Forschungsgeschichte auch geleistet. Und nach Burg Eschesee Süd haben Sie in der Arktis geforscht? Ich war ohne Vertrag Assistent am Museum. Da gab es, der Direktor hatte auch noch jeden Monat direktes Geld ausgezahlt, altbernisch, also so wie der Gutsherr, da musste man antreten im Direktionsbüro und bekam sein Monatsgeld. Und ich hatte aber die Möglichkeit, die Hälfte meiner Zeit zu bestimmen und zu sagen, was ich grabe. Und das hat Bandi dann finanziert. Und Burg Eschi war natürlich dann eine sehr große Geschichte mit 9 Monaten. Und das hat mich dann ziemlich lange beschäftigt. Auch in der Auswertung, Vorauswertung und vor allen Dingen die Katalogisierung, sodass das alles sicher war, dass auch nichts verloren gegangen. Das ist ja heute bei Grabungen nicht so ohne weiteres garantiert und das ist in einem Museum aber günstig. Und dann habe ich dann anschließend relativ viele Forschungsreisen gemacht. Aber immer wieder, wenn irgendwo das geharzt hat mit diesen Blattspitzenforschung, dann habe ich ein Stück weiter von dem Wall gegraben. Hat Bandi mitgemacht. Also Sie haben ziemlich viele Reisen gemacht. Sie sagten mir mal, Sie hätten eigentlich versucht, alle Länder der Welt zu bereisen, aber nachdem man nach Ende des Sozialismus dauernd neue Länder gegründet hätten, hätten Sie da aufgegeben. Ja, das habe ich nicht. Also ich habe eigentlich alle Länder der nördlichen Hemisphäre geschafft, aber Afrika war dann nicht mehr drin. Nee.